Okay, der Eingang ist anscheinend frei. Hallo, Kultist. So. Braucht kein Mensch. Bild der Kultisten. Ein paar Särge. Eine Innos-Statue. Also die umgerissen haben, würde mich jetzt nicht, weil die mögen ja kein Innos. Ah. Oh, die stehen da irgendwie im Kreis, da drüben, die Kultisten. Die wollen, glaube ich, irgendwie was beschwören, würde ich mal vermuten. Also, ihr seid aber echt leichte Beute hier. Zock. Und du noch. Hm. Loot haben die auch keinen. Wie enttäuschend immer. So, hat sich ausgutistet. Bam. Wolltest du dich mit einer dich gegen mich wehren? Da hast du aber echt ein Problem, Mann. Ach, Mann. Die sind so einfach, die Kultisten. Echt schlecht ausgebildet. Oh, was ist das denn hier? Achso, das sind vier Särge. Ich habe schon zuerst gedacht, das wäre jetzt irgendwie ein besonderer Sarg. Da vorne sind wieder ein paar. Da kommen wir nicht durch, da ist aber auch nichts. Das sind komische Rohre hier, diese ganze Dings da durchkommt. Diese Dämpfe. Na, komm schon. Zack. Na. Ah! Na komm. Das ist so blöd. Hauen wir den halt eben um. Ha, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Bäh. Da hat ja dein Shit auch nichts gebracht. Ja, lad du deinen Zauber auf. Deswegen bin ich halt immer Nahkämpfer. Du hast einfach als Fernkämpfer keine Chance. So, Fähigkeiten. Ja, investieren. Und dann haben wir das auch voll. Tja, sind wir absoluter Nahkämpfer. Voll geskillter Nahkämpfer. So, und jetzt sind hier die paar Typen da im Kreis. Wobei, die scheinen über uns zu sein. Weil hier ist irgendwie nichts. Gibt es denn hier irgendwas zu holen? Scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Dachte hier in so einem Tempel Fisch mal cool was zu holen. Ey, komm raus da! Das ist doch unfair. Zack. Erledigt. So, auch erledigt. Da, dann, das ist unser Ding. Ach, guck mal hier. Zack, hat's der goldenen Kelch. Hierher. Die nehmen wir mit. Ey. Ihr immer mit euren scheiß Schutzschild. Da sind auch noch welche. Dann halt hier hin. Bäm. Ihr habt keine Chance. Und noch die letzten zwei. Bäm. Zack. Easy. Na komm. Haha, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So. Ich würde sagen, das war nicht gerade schwer. Nein, ich will nicht auf diese blöde Bank. Ich will den goldenen. Hallo? Spinnst du?
Jetzt macht er Dinge hier auf. Gute Arbeit. Die Barriere ist gefallen. Nur die um den Tempel. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Das scheint in der Tat ein Problem zu sein. Die Großmeister sind sich uneins. Aber immerhin scheint jeder der drei eine mögliche Lösung gefunden zu haben. Rede am besten selbst mit ihnen. Ja, toll. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Die Hochmagier des Tempels haben ganze Arbeit geleistet. Um diese Barriere zu bannen, würden wir eine gewaltige Menge an Mana benötigen. Wir müssten die Barriere praktisch unter magischem Erz begraben. Doch bis genug Erz aus Korinis eintrifft, könnten Wochen, ja sogar Monate vergehen. Verdammt! Ich habe aber eine andere Lösung parat. In den Katakomben habe ich eine versteckte Mana-Rune entdeckt. Einer Eingebung folgend habe ich sie aus ihrer Verankerung gelöst und siehe da, die Barriere ist schwächer geworden. Wir müssen also nur alle Runen entfernen und die Barriere fällt in sich zusammen? So ist es. Jede entfernte Rune gibt die nächste frei. Wir können die Barriere Stück für Stück entflechten. Wo sind die anderen Runen? Vermutlich in der Stadt verstreut. Ich konnte beim Entfernen der Rune einen flüchtigen Einblick in die damaligen Sinneseindrücke des Magiers gewinnen, der die Runen gezeichnet hat. Wenn wir eine geistige Verbindung herstellen, könnte ich dich von Rune zu Rune leiten. Wie viele Runen sind es? Die Potenz der Runen dürfte exponentiell anwachsen. Also rechne ich mit maximal 3 weiteren Runen. Wo ist die nächste Rune? Als ich die erste Rune an mich genommen habe, hat mich das folgende Echo erreicht. Der Wind in meinem Haar, der Geruch von Salz. Ich bin außer Atem und mir ist ein wenig schwindelig. Hinter mir lodernde Hitze. Das hat der Magier gespürt, als er die Rune gezeichnet hat? So ist es. Vielleicht kannst du daraus auf den Verbleib der Rune schließen. Ja, toll. Kannst du die Barriere bannen? Ja. Vor ein paar Tagen habe ich in den Überresten einer Mauer das hier gefunden. Was ist das? Sternenerz. In einem so kleinen Brocken ist so viel Mana gespeichert wie in einem mannshohen Haufen magischen Erzes. Ich habe Nachforschungen angestellt. Anscheinend ist am Tag des großen Erdbebens ein Stern geborsten. Seine Splitter sind über die Stadt hinabgeregnet. Ein paar Brocken mehr und... Wie viele von diesen Brocken brauchst du? Alle, die wir kriegen können. Meiner Nachforschung nach dürften sich in der Stadt noch mindestens 7 Brocken befinden. Du hast nicht zufällig eine Ahnung, wo diese Brocken herumliegen. Die habe ich. Den Berichten von Augenzeugen nach ist ein Brocken in die Festung gestürzt. Einen anderen müsstest du im Armenviertel finden, dort, wo du die Obelisken für Ningal aktiviert hast. 2 weitere dürften irgendwo im Hafenviertel liegen. Und nicht weit von hier, im Tempeldistrikt, sind angeblich sogar 3 Brocken eingeschlagen. Ja, toll. Dann fragen wir ihn mal noch. Nein, da. Mann! Daranes hat gesagt, du hast eine Idee, wie wir an das Amulett des Schläfers herankommen. Ich bin ganz Ohr. Wir können die Barriere sprengen. Womit? Während du die falschen Gläubigen Belias getötet hast, hat mich eine blauhäutige Harpie angegriffen. Eine Anbael. Drohangs Tod muss Xesha verunsichert haben. Anbael? Interessant. Die Macht meines Herrn war stark in ihr. Doch ich war stärker. Ihre Lebenskraft war sehr erfrischend. Was hat das mit der Barriere zu tun? Sie wurde von den Schafen des Innos errichtet. Wenn wir sie mit der dunklen Macht Belias durchtränken, wird es sie zerreißen. Was willst du tun? Anbael auf der Barriere opfern? Ihre Herzen dürften reichen. Im exquisiten Augenblick des Todes ballt sich die... Danke, den Rest will ich nicht wissen. Wie viele Herzen brauchst du? Ich kann noch 5 weitere Anbael in der Stadt spüren. Im Hafen, im Reichenviertel, im Arenaviertel, im Armenviertel und hier im Tempeldistrikt. Das dürfte reichen. Ja, toll. Also können wir auch einfach alles auf einmal machen. Wo komme ich denn? Da ist der Weg.
Also müssen wir wieder jeden Scheiß hier alleine machen, zusammensuchen und dann den bringen. Sind die immer noch nicht alle tot? Bam. Jetzt ist aber langsam mal genug hier. Ja, da ist als erstes was auf der Karte. Und noch mehr Tote. Nur Tote hier. Da hat er eigentlich eine ganze krasse Armee mitgenommen, der Rober. Naja, ist ja gut, ist ja gut. Ihr seid alle hinterher noch dran. Ach, kannst du mal aufhören zu blocken, ey? Das bringt doch eh nichts. Das kostet mich nur Zeit. Bäm. Da nochmal. Und hier auch nochmal. Brauchst gar nicht mehr auf mich zu ziehen. Ah, da ist was. Sternenerz. Hä? Da ist noch was anderes. Altes Buch. Ah, da ist er ja. Ich kann sagen, hat doch irgendeiner gerade noch so rumgekeucht. Nein, nicht auf den Stuhl setzen. Was soll denn das? Das ist total unnötig. Es ist doch absolut nicht cool, dass man sich da hinsetzen kann. Nein, das nervt nur. Es bringt nämlich rein gar nichts. Ich muss da irgendwo noch ein bisschen. Ja, irgendwo muss was sein. Komme ich aber nicht durch. Ja, muss ich vor den Umweg laufen. Ja, komm schon her. So, danke. Und das ist oben. Nee. Ich komme eh nicht da rein. Ah, irren wir noch hier ein bisschen rum. Killen noch ein paar Untote. Sag mal, ist denn jetzt hier langsam mal gut? So. Haben wir erledigt. Hä? Kommst du her? Ich glaube, es sackt hier. So, was haben wir denn hier? Kleinen Park oder sowas? Ja, auf jeden Fall noch mehr von den Typen. Ja, wir lassen mal wieder den fast Toten da stehen. Zack. Jetzt haben wir... So, soweit ist hier aber nichts. Das zählt einfach nur als Ambiente hier. Hätte man ja auch schön irgendwie noch so ein vergessenes Grab oder so verstecken können. Haben sie aber nicht gemacht. Ich wollte aber eigentlich mal noch eben da oben hin. Weil da ist auch eine Tür. Irgendwas ist doch hier bestimmt auch. Ah, Armbrust. Schwert, komm her. So. So. Also so ein Golem auch noch hier, ey. Zombies. Aua. Was
denn hier los, ey? Ja, dann mach du wieder deinen Scheiß. Oh, der Zombie hat gekotzt. Weil da spawnen die ganze Zeit neue Zombies. Dranas. Dranastina. So. Hat sich ausgedient hier. Zombies halt auf so kotzen, das ist ja eklig. Mann, wie viele Zombies kommen denn hier noch? Meine Güte. Das war echt genug Zombies gewesen. Da, Hirnmasse. Haben wir. Nervt doch nicht, ihr blödes Spiel, Mann. Was soll das? Unnötig. Ah, das ist so ein Habier-Dingens. Ja, du wirst gleich dran glauben. Ich freue mich dein Herz. Kannst du jetzt mal hier aufhören? Oh oh. Die Magier machen gerade ganz schön Damage. Ja, schönes Schutzschild. Puh. Das hätten wir. Okay. Ein bisschen wieder hier befriedigt. Befriedet, so rum. Und noch mehr Zombies. Zack, zack, zack. Alles weg. Aber ich bin immer noch nicht da hinten dran gekommen. Ja, wie muss man doch da auch dran kommen? Das ist ja so ein Punkt. Irgendwie muss es da ja was geben. Aber ich komme ganz halt nicht an diesem Questgegenstand dran. Hier. Kommen wir denn da hin? Hier komme ich nicht durch. Hier ist kein Durchkommen. Und hier auch nicht. Hier nicht. Besser zum Mäusemelken. Das ist ja schön umzäunt und ich komme da nicht dran. Ah! Ah, warum springst du denn nicht da runter? Ah! Mann! Blöde Kacke. Das wird zu einfach. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Kommen wir dann dahin. Ah ja, ist ja gut. Ich mach euch schon platt. Keine Angst. Hey, hörst du auf? So. Ist ja nicht groß hier, ne? Boah, ey. Da spackt schon wieder mein Controller hier rum, nur weil ich da irgendwo am Rande entlang gelaufen bin. Ey, du kommst da nicht dran. Du läufst ja ganz halt im Kreis drumherum. Aber du kommst an diesen scheiß Punkt da nicht dran. Die wollen mich ja verarschen. Irgendwie muss ich doch da hinkommen.
wieder Lester. Hier lang. Also hier ist ja eigentlich alles befriedet worden von mir. Das ist hier so eine Harpier. Ich laufe hier 100 Jahre lang durch nix. Ich glaube, das macht keinen Sinn, was ich hier mache. Irgendwie muss ich doch da dran kommen. Hä? Toll. Hier bin ich immer gewesen. Klasse. Och man, Leute. Verarscht mich nicht. Wie kommt man denn da hin? Muss doch irgendwie einen Zuweg hingeben. Ja, über die Mauer darf ich hier nicht. Oh, ich komme mir so verarscht vor. Ich da wieder. Nee, das bringt nichts. Ich laufe hier nur durch, doof durch die Gegend und hab nichts davon. Zum Kotzen sowas. Dann gehen wir lieber dahin, wo ich zuerst rankomme einfach, ne? Wenn das erst diese Herzen sind, dann haben wir es halt damit erledigt. So. Komm her, du Flattervieh. Anbeila oder irgendwie so spricht man die Dinger aus. So. Nein! Nein! Oh, ist doch nicht wahr! Ist doch nicht wahr, ey! Der will mich doch voll verarschen! Jetzt ist dieser Idiot da runtergerutscht!